Endstand 85:51. Der MTV Gießen ist damit Meister der Bundesliga-Gruppe Süd. Bei mir sitzen zwei neue Gesichter hier in der Sporthalle Gießen Ost und ein altbekanntes Gesicht. Und wir wollen euch natürlich kennenlernen, haben uns aber gedacht, ihr stellt euch nicht selbst vor, sondern gegenseitig. Also haut mal raus, was wisst ihr über den anderen? Name, Alter, Position, sowas in die Richtung. Ja, ich kann einfach mal anfangen. Das ist der Maxi BG. Der hat bei den Fraport Skyliners gespielt, ist in Darmstadt geboren, also auch in Hesse. Und ja, trägt die Nummer 9, ist ein Combo Guard. Und wir sind froh, dass er hier ist. Durch auch BG, bei Bracolo Livestream wurden wir einmal angeschrieben, dass wir deinen Namen definitiv nicht richtig ausgesprochen haben. Ja, ist das BG, einfach wie B und G. So easy. Ja, die Nummer 12 hier links neben mir ist der Kilian Bienapfel, hat letzte Saison bei Bonn gespielt, ist 21 Jahre alt und ja, wir sind sehr froh, ihn auch hier zu haben. Ich habe es ganz leicht, Bjarne Kauser, geboren in Gießen, spielt seine ganze Karriere schon in Gießen, ist ein Point Guard. 22 Jahre alt und ist auch bekannt als Gießen 4. Ihr kennt euch schon von früher, oder? Ihr habt schon mal gegeneinander gespielt vorher. Wo war das? Ja, also Maxi und ich haben häufiger in den Hessen-Duellen, sage ich mal, gespielt gegeneinander, schon in der Jugend. Jetzt auch in der BBL natürlich. Und gegen den Kili habe ich das erste Mal bei der Nationalmannschaft getroffen, vor 2 Jahren bei der U20. Ja, bei mir ist es ähnlich. Wie Björn schon gesagt hat, die Hessen-Duelle von der Jugend bis BBL. Und beim Kilian, den habe ich auch das erste Mal bei diversen Jugendnationalmannschaften angetroffen. Und nicht beide bei der Nationalmannschaft. Maxi, wir haben eben gerade gehört, du bist von den Fraport Skyliners her gewechselt. Das ist jetzt nicht das größte Geheimnis, dass die 46ers und die Skyliners nicht die besten Freunde sind. Wie ist denn das als Spieler? Bekommt man das irgendwie mit oder blendet man das eher aus? Ich als Spieler persönlich habe das jetzt nicht so hart zu spüren bekommen. Also war relativ entspannt, der Nachbarschaftswechsel, ja. Wir können festhalten, du bist jetzt beim richtigen Verein angekommen. Wahrscheinlich. Wie waren für euch die Offseason? Was habt ihr da gemacht? Also jetzt seid ihr in der Saisonvorbereitung, aber wir gucken noch mal ein bisschen zurück. Was ging bei euch so? Ich fange an. Ja, ich habe viel trainiert diese Offseason. Viel Krafttraining, viel in der Halle mit auch schon den Coaches hier, mit Paddy Unger und Steven Reed. Und war auch im Urlaub. Wo warst du? In Kroatien. Schön. Und Portugal. Für mich ging es eigentlich nach der Saison relativ schnell wieder weiter mit der U20-Nationalmannschaft. Wir hatten da ein Turnier in Georgien. Haben das mit dem zweiten Platz abgeschlossen. Und ja, danach ging es auch relativ schnell eigentlich wieder hierher. Ich hatte so 5, 6 Tage, wo ich ein bisschen Familie und Freunde getroffen habe. Und ja. Ich war eigentlich die ganze Zeit in der Heimat, habe da weiter trainiert, hauptsächlich auch mein Krafttraining durchgezogen und dann bin ich so früh wie möglich es ging nach Gießen schon gekommen. Wenn du gerade sagst Heimat, hast du schon in Gießen irgendwas kennengelernt? Weißt du schon, was du an der Heimat vermissen wirst? Ich habe schon mehrere Sachen gesehen. Bjarne hat mir eine kleine Stadttour gegeben. Vermissen werde ich wahrscheinlich alles noch zu Hause, aber das ist okay. Gießen ist auch schön. Also es wird, man kann es nicht vergleichen mit meiner Heimat, es ist eine andere Stadt, aber bislang finde ich es echt schön und mir gefällt es und ich bin froh, hier zu sein. Hast du ihm alles gezeigt? Alles. Ja, wir sind am ersten Tag, als er hier angekommen ist, haben wir eine kleine Stadtrundfahrt erstmal gemacht, und weil es abends war, und dann am nächsten Tag sind wir ein bisschen durch den Seltersweg gelaufen. Ja, das Elefantenklo natürlich. Natürlich. Üblichen Sachen hier. Wie ist das bei euch? Ist jemand mitgekommen? Freundin? Ihr Haustier? Oder seid ihr quasi alleine in Gießen gestartet? Nee, ich bin komplett alleine jetzt hierher gekommen. Ich auch. Ja. Gut, das heißt, Mannschaftsgefüge wird auf jeden Fall wichtig sein, dass es euch nicht langweilig wird, aber ich denke, das werdet ihr auf jeden Fall hinbekommen. Dann schauen wir mal drauf, was ihr für Spielertypen seid. Ich habe gerade eben euch schon mal ein bisschen gegenseitig vorgestellt. Kann man das schon so ein bisschen ablesen anhand des Trainings, wie der andere sich so gibt, wie der sich so auf dem Platz in Zukunft verhalten wird? Ja, ich denke, wir lernen uns jetzt alle besser kennen.
bei den beiden weiß ich zum Beispiel schon, wie sie spielen, aber jetzt vor allem mit den neuen Amerikanern wird es immer besser, Training für Training, lernen wir uns besser kennen. Und ja, ich denke, in ein, zwei Wochen wissen wir von allen, wo die Stärken und Schwächen sind. Würde ich euch einfach direkt fragen, was sind eure Stärken, eure Schwächen? Wo seht ihr euch? Ja, dann fange ich einfach an. Ich glaube, ich bin sehr vielseitig, so offensiv wie defensiv. Ich habe in den letzten 1,5 Jahren meinen Wurf deutlich verbessert. Davor war ich hauptsächlich Drive und Slash. Mittlerweile mache ich eigentlich fast alles. Ich mag es auch verteidigen. 1-4 kann ich eigentlich alles verteidigen. Auch mal einen Point Guard, Full Guard aufnehmen. Ja, das würde ich so sagen, sind meine Stärken. Ich würde auch meine Stärken sehr auf meine Athletik zurückführen. Ich mag es zu verteidigen. Ich rebounde sehr gerne auf jeden Fall auch. Ich mag es aber auch zu passen, meine Mitspieler in Szene zu setzen. Und ja, also an was ich auf jeden Fall noch weiter arbeiten muss, ist der Distanzwurf. Dich kennen wir schon, aber darfst du uns natürlich gerne sagen, was du denkst. Ja, ich würde auch sagen, meine größte Stärke ist, meine Mitspieler besser zu machen, sie einfach in Szene zu setzen, das Spiel zu organisieren, einfach gute Pässe zu geben. Und ja, ich arbeite weiter an meinem Wurf und an meiner Athletik. Ja, und es ist ja auch ein Ziel, Nachwuchs weiter zu fördern. Ich würde sagen, ihr gehört auf jeden Fall zum Nachwuchs und das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie ihr euch entwickelt. Dafür wünschen wir euch auf jeden Fall jetzt schon mal alles Gute. Wir freuen uns auf eine spannende Saison. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.